Jo, liebe Leute, ich hab's euch gesagt, ihr erfahrt immer sofort direkt als erstes, wenn ihr mich abonniert, was es für neue News über Nintendo gibt, beziehungsweise über Mario Odyssey. Und heute Morgen ist eine richtig geile, knackige News reingekommen, worüber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal eine Newsseite irgendwie im Internet drüber geschrieben hat. Deswegen, Leute, lasst uns einfach beginnen. Und zwar sind zum Release von Mario Odyssey auch drei neue Amiibos geplant, unter einmal Mario, Peach und Bowser und alle in diesem komischen Hochzeitsoutfit, was ziemlich cool aussieht. Ich habe sie auch bestellt, Leute. Link ist in der Beschreibung, aber darum geht's nicht. Heute Morgen sind nämlich Artboxes rausgekommen, so wie die Pakete aussehen, die Amiibos. Und dort sieht man natürlich den Charakter, beziehungsweise hier sieht man in dem Falle Peach. Und hinter ihr sieht man natürlich die Mario Odyssey Map. Ja, und diese Map ist wiederum eine andere, die Nintendo uns da zeigt. Einmal hatten sie uns auf Twitter eine gezeigt mit nur ein paar Namen. Dann haben sie uns eine neue gezeigt bei der Gamescom. Dort wurde auch schon das Seaside Kingdom geleakt. Und jetzt, Leute, haben wir den Leak für drei neue Königreiche. Und zwar hier im Hintergrund bei Peach sehen wir hinten das Mushroom Königreich. Viele haben schon gesagt, es war eine Theorie von mir auch. Ich wollte heute extra ein Video aufnehmen dazu nochmal. Und zwar gibt es oben eine Insel, die aussieht wie ein Pilz, und dort ist nochmal bestätigt, jetzt im Hintergrund von Peach steht jetzt nämlich einmal über die Map sogar Mushroom Kingdom, und dann haben wir noch zwei ganze neue Welten, die man hier sieht hinter Mario, und zwar einmal rechts sieht man, was viele schon vermutet haben und ich auch, Leute, ist einfach offensichtlich, in der Mitte der Map, also beziehungsweise mehr zur Mitte hin, so wie es auch bei unserem Globus ist, ist eine kleine Insel und die hat so komische Schneeflocken an der Seite und dort steht auch Snow Kingdom, also das Snow Kingdom, das Schneekönigreich ist jetzt endgültig bestätigt, es gibt eine Schneewelt, was wäre ein 3D Mario, allgemein ein Mario ohne eine Eis- bzw. Schneewelt, Leute, gar nichts. Deswegen muss das einfach kommen, Leute, und ich bin einfach froh, dass es jetzt bestätigt wurde. Und jetzt haben wir noch eine komplett unerwartete News, bzw. ein unerwartetes Königreich auf der linken Seite zu Mario. Dort steht nämlich Lake-Königreich, Leute. Für was das steht, was das Lake-Königreich ist, kann ich schwer sagen, Leute. Es gibt eine Theorie, die ich machen wollte noch zu Mario Odyssey, allgemein zu der Story, warum Bowser in die Königreiche geht und sowas. Wenn ihr das haben wollt, Daumen nach oben, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen hier auf dem Kanal. Das sind die drei neu bestätigten Königreiche: Mushroom Kingdom, Snow Kingdom und Lake Kingdom. Und die anderen, die wir schon wissen, sind halt Metro Kingdom, Sand Kingdom, Mudded Kingdom, Luncheon Kingdom, Cap Kingdom und Cascade Kingdom und natürlich das noch nicht offiziell bestätigte Seaside Kingdom, aber es ist auch klar, hier sogar auf dem neuen Bowser Amiibo Paket sehen wir rechts vom Seaside Kingdom sogar eine Stadt, die dort steht, und das bedeutet, dass wir einfach nur hinkommen. Wir wissen nur nicht, was da richtig steht, weil die Stacheln von Bowser das ein bisschen blockieren, aber ich denke, wir werden in jedes Königreich hinfliegen können, Leute. Wie gesagt, 27.10. ist es soweit, Leute. Ich freue mich drauf. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bin ich jetzt raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.